Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video und einer neuen Ausgabe von Learning Arrow, der Reihe, in der ich mit einem neuen Account von der niedrigeren Elo hoch bis zur, sag ich mal, mittelprächtigen Elo spiele und dabei erkläre, was ich denke, was die wichtigsten Schritte sind, um sich auf der jeweiligen Stufe zu verbessern. Aktuell sind wir bei 900 bis 1000 Elo, haben schon mal zwei Partien auf dieser Stufe absolviert, beides auf eher offenen Landkarten, nämlich auf einmal auf Arabien, einmal auf, wer heißt die Karte jetzt noch gleich, Akropolis. Und damit wir diesmal ein bisschen Abwechslung reinbekommen, habe ich einfach den aktuellen Pol mir angeschaut und hier dann Arabien und Atacama-Wüste gebannt. Atacama-Wüste ist auch vom Typ der Karte her recht ähnlich, damit wir noch ein bisschen Abwechslung reinbekommen und mal ein bisschen was anderes zeigen. Ich glaube aber, dass ich gerade in diesem Elo-Bereich und auch im nächsten, das sind meines Erachtens nach die wichtigsten, dass ich da einfach die meisten Leute tummeln, dass ich da ein paar mehr Folgen machen werde. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall auch noch jetzt mehr Arabien-artige Spiele auf jeden Fall drin haben und noch vielleicht auch mal bin jetzt hier bei 950, da muss ich vielleicht ab und zu nochmal eine Partie auf jeden Fall verlieren, damit ich in dem Bereich so ein bisschen bleibe. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ja, vielleicht kommt ja jetzt eine Wasserkarte. Also Völkerwanderung ist eine spannende Karte an sich. Küstenwald kenne ich fast gar nicht, aber da wollen wir eigentlich nur die gleichen Prinzipien anwenden, die wir jetzt schon in den letzten Partien verwendet haben. All das steht natürlich immer noch oben rechts. Das heißt also, aufbauen das auf dem, was wir im unteren, also unter 900 Elo-Bereich gemacht haben. So wirklich nur die Basics nehmen, wollen wir jetzt hier halt noch den Scout ein bisschen mehr aktiv halten und auch unsere Armeeproduktion, das ist ganz wichtig, da gleichzeitig oder parallel mit der Dorfbewohnerproduktion eben auch die Armee einigermaßen flutschen zu lassen. So, wir haben eine Runde Versteck bekommen, das ist also eher Richtung Arena, da werde ich das auch jetzt behandeln wie Arena, also unsere Strategie wird sein, schnell in die Ritterzeit zu kommen und nicht in der Verleihzeit zu kämpfen, weil man schon mit Palisaden um die eigene Basis herum startet. Das heißt, wir werden einen Fast Castle spielen. Die Bildorders müssen nicht zu 100% sitzen, das hatte ich schon mal gesagt. Ich denke, das können wir im nächsten Elo-Bereich angehen, dass das wirklich ein bisschen präziser und kompetitiver ist, aber wir wollen einigermaßen die einen logischen Ansatz wählen. Also diese ersten 17 Populationen, die ich bis jetzt in jeder Folge gemacht habe, werden wir auch wieder so abspulen und danach so in Richtung 28 Dorfwohner gehen, dass wir genug haben, um die Vorteilzeit quasi zu überspringen. Das ist jetzt der Plan. Außer der Gegner hat sich gegen diese Karte entschieden. Das kann natürlich auch sein und ich muss mich gegen zufällig entscheiden, weil ich mit den Portugiesen weiterhin das machen will, um ein bisschen konstant zu bleiben in den Videos. So, das Spiel startet zumindest. Wir spielen gegen einen Ungarn, der auf Twitch unterwegs ist anscheinend. Der Mr. Marco Linus. So, wie immer, es werden Häuser gebaut. Ich habe meinen Scout mit markiert und dann Steuergruppe 1 zugewiesen mit Steuerung 1 natürlich. Und wir machen wieder alles ganz normal. So, das brauche ich nicht, wir sind 1 gegen 1. Geht nicht, natürlich. Kannst dich abschicken, super. Dieses Spiel immer noch voller Bugs. So, Scout benutzen in der eigenen Basis gibt's auch. Wir sehen hier schon zwei Schafe, hier noch welche. Ja, könnt schon mal so ein bisschen drüber nachdenken, was so unsere Ziele sein könnten. Also spielen gegen Ungarn, der könnte eher bis auf Kavallerie gehen, aber an sich haben die auch einen sehr, sehr weiten Technologiebaum. Das heißt, da muss man sich nicht unbedingt drauf verlassen. Theoretisch können sie auch ein Mad-Arms-Rush spielen, also aggressiv auch spielen. Das kann halt auch passieren, dann müssen wir damit klarkommen. Ich empfehle für diese Karten, auch wenn es die Möglichkeit gibt, dass hier Aggressionen kommt, trotzdem als Fastcaster zu spielen. Es wird immer mal wieder ein Spiel kommen, mit dem ihr dann quasi automatisch verliert, weil der Gegner aggressiv spielt. Das kann auf der Karte funktionieren. Aber ich glaube, dass ihr euch das Leben auf diesem Level einfacher macht, wenn ihr nicht für jede, wirklich für jede Karte minutiös euch irgendwie einen Build Order, einen Plan drauf schaffen müsst, sondern mehr in Kategorien denken könnt. Und da würde ich eben Versteck in dieselbe Kategorie wie Arena packen und dann einfach immer Fastcastle spielen. Da werdet ihr dann vielleicht eins von fünf Spielen an so einer frühen Aggression verlieren. Aber ich glaube, für den Lerneffekt und um euch nicht zu überfordern und euch auf Sachen zu konzentrieren, die wichtig sind, kann man das auf jeden Fall so machen, wenn es euch nicht ärgert, dass ihr dann ein oder andere Partie verliert. Also es kann natürlich auch hier jetzt sein, dass der Gegner sehr aggressiv spielt. Kann man auf der Karte auf jeden Fall machen. Ich werde es aber so spielen, wie ich denke, dass man es machen sollte, um auf lange Sicht und auf mehrere Spiele hin die besten Erfolge zu erzielen. So, wir haben unsere Wildschweine hier sehr nah. Deshalb schicke ich jetzt mal, obwohl, ja, so ganz in Gefahr wird sie nicht sein. Oder eher, nee, das sind sie, ne?
Wobei. Ja, so. Bonus das Wildschwein. Webstuhl wird schon einigermaßen rechtzeitig da sein. Ja, ist also wohl gar nicht gebraucht. Unsere tapfere Jägerin ist unversehrt davon gekommen. Ich ziehe weiter so ein bisschen Kreise um meine Basis mit meinem Scout, das kennen wir ja alles schon. Jetzt kommen noch zwei Häuser. Ich natürlich mit meinem Hotkey baue. Und meine Dorfwohnerproduktion soll die ganze Zeit stehen. Also bislang mache ich nach wie vor genau das, was ich jedes Mal gemacht habe, bis zu Population 17. Eins zu eins das gleiche. Also hier bitte auf das Wildschwein. So, jetzt gehen wir auf Bären. Und dieses Wildschwein, das ist sehr nah, das andere, deshalb können wir das ein bisschen später nehmen, das nächste. Nehme ich mal die Dame hier, Steuergruppe 3. Mein Scout juckelt jetzt hier so ein bisschen rum, ich kann ihm auf der Medikarte ein bisschen rumwetzen lassen, dann kann ich da später nach ihm schauen. Dann den Webstuhl, also kann überhaupt nichts passieren. Mühle. Jetzt hier mal den noch gesagt, dass sie das Wildschwein aufbrauchen sollen und dann mit Umschalttaste auf das nächste Wildschwein, sodass sie, sobald das Wildschwein hier aufgebaut ist, dann auch hier das Neue machen. Da muss ich gar nichts mehr tun jetzt. So, jetzt haben wir wieder quasi den gleichen Stiefel abgespult. Wir sind bei 17 Populationen, haben wieder genau die Dorfwohnerverteilung, die wir sonst auch immer haben. Und ja, jetzt, ich habe gesagt, wir spielen so um die 28 Populationen vielleicht rum. Um ein Fast Castle spielen zu können. Die Rehe sind draußen gespawnt, die werde ich jetzt nicht anlocken. Da gibt es verschiedenste Methoden, sich die noch zu schnappen. Man könnte natürlich auch eine Mühle draußen bauen, aber wir machen das jetzt mal nicht. So, ich wollte hier einfach Felder bauen, genau. Und dann können wir noch ein zweites Holzfeldlager aufmachen, das ist auch immer ganz gut. Vor allem bei Fast Castle Builds kann sich das lohnen. Ich habe immer so ein bisschen noch ein Auge auf meine Minikarte natürlich. Ich habe jetzt den Scout um die Ecke geschickt, der wird höchstwahrscheinlich hier sein, weil das auf der Karte immer recht symmetrisch zugeht. Aber die sind untätig hier, die gehen auf das Schaf. Oder die Ziege in dem Fall. Hier kommt unser nächstes Holzfällerlager. Und jetzt stelle ich wieder Ziegen bereit mit Umschalttaste auf das nächste Tier, damit das Malheur nicht nochmal passiert. Dorfwohner sollen produziert werden. So, jetzt, ich sehe auf der Minikarte, hier ist der Gegner. Jetzt gucke ich mal. Ich habe jetzt zu Hause nichts irgendwie Großes zu tun. Jetzt gucke ich mal auf meinen Scout. Ich habe es auf der Minikarte gesehen. Schaue ich mal, ob wir schon irgendwas Verdächtiges sehen. Dürfte zu dem Zeitpunkt des Spiels aber eher unwahrscheinlich sein. Bin mal vorbeigeritten und klicke hier noch so ein bisschen durch die Gegend auf der Minikarte, dass ich das alles so ein bisschen aufdecken kann. Aber am wichtigsten ist unsere Basis, ganz klar. Ich habe jetzt sogar zweimal Shift, ich mache das nur nochmal, damit es vielleicht nicht so schnell geht. Also, Umschalttaste gedrückt, Rechtsklick auf diese Ziege, Rechtsklick auf diese Ziege. Jetzt werden die einfach beide hintereinander weggefrühstückt. Können auch wieder ein Haus gebrauchen, sehe ich gerade. Das wollen wir natürlich auch immer im Kopf haben. Jetzt habe ich hier zwei drin beauftragt, weil ich mich ein bisschen verquatscht habe. Immer wenn ihr so zwei vom nächsten Populationsblockade weg sein, also 23 von 25, das ist immer eine gute Zeit, um ein Haus zu bauen. Eigentlich, Gegner haben uns jetzt auch gefunden. So, wir gehen mal auf Gold. Wir können vielleicht sogar noch einen mehr auf Holz tun. Wie gesagt, ich mache jetzt hier keine kompetitive Build Order. Mit der kann mir aber auf dem Level auf jeden Fall, wie ich das jetzt hier so spiele, bestehen, da bin ich mir recht sicher. So, jetzt, wir sind aber schon auf dem letzten Tier angekommen. Das heißt, jetzt müssten. Wovon ich vergesse, jetzt müssen nochmal langsam hier Felder kommen. Und dann packen wir noch welche auf Holz. Gold meine ich natürlich. So. Kannst auch noch ein Feld bauen. Wie viel haben wir dann hier? 8 Felder. Ich kann auch noch eins bauen eigentlich. So genau muss das alles nicht sein. Und ab in die nächste Zeit. So, kann natürlich sein, dass der Gegner auch schon in der nächsten Zeit ist. Wir sind jetzt wirklich spät hochgegangen, kompetitiv. Wenn wir das auf der Karte auf jeden Fall mit 2-3 Dorfwohnern weniger spielen. Portugiesen haben aber keinen relevanten Wirtschaftsbonus, der uns hier groß helfen würde. Das Einzige, was wir bislang hatten, war, das kann ich jetzt mir nochmal vorlesen, und zwar die Technologien werden um 30% schneller entwickelt. Das heißt, die Zeit, in der ich den Webstuhl erforscht habe, das ging ein bisschen schneller. Achso, dieses Feld ist nicht gebaut worden. Jetzt sehe ich, wo der Fehler ist. Wie gesagt, das kann man schneller spielen. Ich glaube aber nicht, dass das relevant ist. Wir haben alle Prinzipien, die ich oben rechts reingeschrieben habe, befolgt. Ich habe die ganze Zeit Dorfwohner gemacht, ich habe Häuser gebaut.
und grob eine Build-Order befolgt. Die ersten 16 Dorfbewohner habe ich wie immer gemacht, einfach, dass wir so eine Grundlage haben. Heißt nicht, dass das auf jeder Karte perfekt ist. Kann auch die Rehe nehmen. Weiß gar nicht, ob der Gegner das gemacht hat. Hat er nicht. Wir können das auf der Minikarte sehen. Und ich habe meinen Scout angeschaut, wenn es relevant war. Gegner-Eier hat jetzt hier bei uns so ein bisschen rum. Ich kann meinen Scout jetzt hier wieder über die Minikarte zu mir holen. Er ist recht früh in die 413 gekommen. Na gut, recht früh sage ich. Recht früh im Vergleich zu mir. Kann man, wenn man ein bisschen rechnet, das sind vielleicht 2-3 Dorfbewohner weniger als ich. Das heißt, er wird eine ähnliche Strategie gefahren haben wie ich. Ich mache schon mal 2 Dorfbewohner in die Schleife und schicke die mal auf Holz. Die werde ich jetzt gleich brauchen. Also die Produktion. Und mache jetzt hier, wie gesagt, ein Fast Castle. Also ich baue 2 Gebäude, die ich brauche, um in die Ritterzeit klicken zu können. Wir brauchen 2 Gebäude aus der Feudalzeit. Und da ich jetzt keine Kaserne gebaut habe, bietet es sich einfach an, eine Markt und eine Schmiede zu bauen. Dafür haben wir die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt. Für den Markt braucht man nur eine Mühle und für die Schmiede braucht man gar kein weiteres Gebäude. Also alles ganz entspannt. So, wo ist unser Scout? Der läuft hier lang. Da gucke ich jetzt mal, ob der Gegner hier irgendwie in der Nähe lauert. Und wir klicken in die nächste Zeit. Wunderbar. Den jetzt schon gleich würde ich populationsblockiert werden, wenn ich in der nächsten Zeit ankomme. Deshalb baue ich jetzt hier schon mal 2 Häuser quasi im Voraus. Und dann kann die doch von uns zurücklaufen. Und auf dem Weg nach oben hole ich mir auch die Wirtschafts-Upgrades. Beim Fastcastle-Spielen immer wichtig, Upgrades erst holen, wenn man schon auf dem Weg der Ritterzeit ist, sonst gibt man noch die Nahrung aus. Und verzögert das Ganze so ein bisschen. Also ich gehe stark davon aus, dass ich und der Gegner zu einer sehr ähnlichen Zeit in der Ritterzeit ankommen werden. Aber wir wollen ein Auge auf ihn auf jeden Fall haben. Er hat eine Kaserne gebaut hier. Schon mal gute Information. Das fällt jetzt alles unter dieses aktive Scouting. Er hat hier eine Schmiede. Gucken jetzt halt, was hat unser Gegner eventuell vor. Er hat eine Gegner zu uns hat ein Militärgebäude. Das kann also auch sein, dass er weitere Militärgebäude hat. Unser Scout hat jetzt in der Verdeihzeit eine höhere Sichtweite, sodass wir jetzt ein bisschen mehr erspähen können. Gegnerischer Scout ist hier gerade vorbeigelaufen. Er hat jetzt gerade einen Reflex, den werde ich nicht verfolgen. Und zwar kann man auch auf die gegnerischen Einheiten, wenn man sie sieht, halt draufklicken und gucken, was sie für Upgrades haben. Bei den Ungarn müsste man dann noch mit einkalkulieren, dass sie Upgrades umsonst bekommen. So, zu Hause 2 Felder liegen brach. Die wollen wir natürlich neu einsehen. Und schon mal einen weiteren Dorfbewohner hier in die Schleife, dass wir gleich das nicht vergessen. So, ich lasse meinen Scout noch mal ein bisschen auf der Minikarte in den dunklen Gebieten rumlaufen. Gegner hat eine Schmiede gebaut, aber wir haben noch kein weiteres Militärgebäude gesehen. Es kann sein, dass er zum Beispiel einen Stall gebaut hat. Aber das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Was wir machen wollen, einfach zwei, wir haben sogar gleiche Zeit wie Gegner erreicht. Also recht ähnlicher Aufbau. Wir bauen 2 neue Dorfzentren. Und holen uns beide Wirtschafts-Upgrades, können wir uns leisten. Die hier sind jetzt gleich mit den Beeren fertig. Die kann ich dann, sobald ich die Upgrades habe. Es lohnt sich jetzt nicht direkt die Felder zu bauen, weil wir jetzt auf das Feld-Upgrade quasi warten können. Lass die mal noch 2 Häuser bauen einfach. Danach können die hier ihre Felder bauen. Es ist nämlich immer so, dass das quasi aktuell erforschte Feld-Upgrade die Anzahl der Nahrung auf den Feldern bestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt hier warte und jetzt ist das Upgrade fertig, dann haben die jetzt eben alle Felder, die ich ab jetzt baue, mehr Nahrung. So, wunderbar. Dorfwunderproduktion steht. Meine Dorfzentren sind im Bau. Ich habe genug Häuser gebaut. Das heißt, jetzt kann ich mich nochmal auf den Scout konzentrieren. Oh, er hat pausiert. Egal. Dann kann ich jetzt gleich nochmal eine Runde an seiner Basis vorbeiziehen. Und mal schauen, ob ich Gebäude an seiner Mauer sehe. Auf der Karte muss man vielleicht nicht ganz so oft scouten, natürlich wie auf Arabien zum Beispiel. Man kann es auch teilweise nicht. Also kann er sein, wenn er jetzt zum Beispiel mich angreifen möchte, dann kann er auch sein Gebäude in seiner Basis bauen, sodass ich nicht sehe. Okay, das war ich jetzt nicht. Er ist wieder dabei. Aber wir können halt zumindest scouten, soweit es quasi Sinn ergibt, nutzen. Also immer mal wieder vorbeischauen, ob sich irgendwas ergibt. Und jetzt gilt wieder, das haben wir jetzt bis jetzt erst einmal gehabt in der Reihe, also kann auch jetzt hier die automatische Feldsaat einschalten. Wir machen einen Dorfbewohner und wollen möglichst auch viele Felder bauen, damit wir auch unsere Dorfbewohnerproduktion aus allen Dorfzentren versorgen können. Oder uns leisten können. Also ich mache jetzt einfach die Schleife komplett voll, jetzt haben wir das hier alles.
Das, und jetzt nochmal als Faustregel, ich glaub, weiß nicht, ob ich es letztes Mal erwähnt hatte, aber wahrscheinlich schon. Man braucht pro Dorfzentrum 6 Arbeiter auf Nahrung, damit man konstant Dorfwohner produzieren kann. Da wir 3 Dorfzentren haben, brauchen wir also mindestens 16 Feldarbeiter. Haben wir aber auch gleich schon. Wunderbar. Was sich auch lohnt, einen konstanten Hausbauer zu haben, damit man das nicht vergisst. Das mache ich jetzt mal hier. Und ich wähle immer mit einem alle Dorfzentren aus, wie ein Hotkey alles aus. Drücke so lange auf die Dorfbewohner-Taste, bis nichts mehr geht. Und jetzt habe ich ja quasi alle Aufgaben erfüllt. Also wir haben genug Nahrungsproduktion, um alles zu versorgen. Wir haben Produktion in der Schlacht. Da kommen Ritter an. Oh gut, dass ich mal freigelaufen bin. So, was können wir jetzt machen, um es zu verteidigen? Wir könnten unsere eigenen Ritter natürlich machen. Wir können Speerträger bauen. Wir haben sehr, sehr viel Gold. Hier würde sich dann zum Beispiel eher ein Kloster anbieten. Aber auch allgemein, wir können mal draufklicken. Er hat schon Upgrades gemacht. Natürlich lohnt sich jetzt auch die Kaserne. Lass uns doch einfach mal zu 2 bauen. Er hat schon sehr, sehr viel Armee. Und das repariere ich jetzt mal. Einmal zumachen, bitte. Muss ich mit mehreren tatsächlich sogar reparieren. Währenddessen soll hier unsere Produktion weitergehen. Das hat nicht geklappt. Machen wir jetzt. Auf keinen Fall Panik schieben. Wir ziehen uns einfach zurück. Produktion hier können wir in das Kloster verlegen. Ziehen uns einfach ins Dorfzentrum zurück. Machen weiter Dorfbewohner. Und die ziehen sich hier zurück. Dann können die so lange auf dieses Dorfzentrum einfach gehen. Müssen wir mal mehr Felder auf jeden Fall bauen. Jetzt haben wir gerade keine Nahrung. Auf gar keinen Fall Panik schieben. Gerade wissen wir auch, der Gegner ist hier irgendwo. Das heißt, wirkliche Gefahr sind wir gar nicht. Aber wir können das hier wieder zumachen. Da hier hin. Einquartieren. Einquartieren. Passen sie nicht rein, dann gehen wir eben wieder hier hin. Jetzt kann ich meinen Markt doch mal benutzen, um hier das ein bisschen auszubalancieren. Also ich verkaufe ein bisschen hiervon, kaufe ein bisschen davon. Wenn wir das Upgrade hier für unsere Speerträger machen, wunderbar. Können wir unseren Mönch auch gleich benutzen. Aber ich verfalle nicht in Panik. Ich quartiere einfach immer ein, was gerade in Gefahr ist. So, wir werden ausquartiert. Jetzt kann ich mir die Kollegen gönnen. Einquartieren. Einquartieren. Und ich versuche wirklich nur einfach die ganze die Produktion währenddessen aufrechtzuerhalten. Und wenn die Dorfzentren außer Gefahr sind, dann kommen die Dorfbewohner wieder, wieder raus quasi. Jetzt habe ich natürlich währenddessen sehr, sehr wenig Dorfbewohnerproduktion. Ne, ihr seht's. Hier können wir es auch nochmal eingönnen. Weil ich eben die ganzen Felder nicht habe. Kann ich aber meinen Markt wieder benutzen. So, hier. Wo habe ich es? Genau, erstmal hier rausschmeißen. Hier rausschmeißen. Die werden jetzt hier sterben. Aber ich verfalle nicht in Panik. Ich benutze meinen Markt. Verkaufe mein ganzes Holz. Kaufe ein bisschen Nahrung. Produziere. Produziere. Und ich behaupte mal, ich habe hier kein Hexenwerk betrieben bislang. Kann sein, dass wir hinten sind. Kann sein, dass wir nicht hinten sind. Aber wir verteidigen uns auf jeden Fall. Und wir sind nicht in Panik verfallen. Und machen unsere Pikiniere hier. Aktuell ist wieder die Dorfproduktion sehr prekär, sage ich mal. Und das liegt daran, dass wir einfach die ganze Zeit keine Felder bauen konnten. Das liegt am Stress, ne? Gar kein Problem. Jetzt haben wir aber Zeit. Jetzt Dorfproduktion soll stimmen. Und jetzt müssen wir ganz, ganz viele Felder bauen. Das ganze Holz mal ausgeben hier. Und bestenfalls hier die Hütte mal zumachen. Ich hoffe, ich hab jetzt hier nichts gemacht, was irgendwen, was irgendwie zu schnell ging. Häuser werden gar nicht gebaut, sich gerade. So. Einen Hausbau abstellen. Erstmal aber Dorfbewohnerproduktion wieder sichern. Jetzt einen Hausbau abstellen. Kann gut sein, dass vieles, was ich jetzt gemacht habe, zu schnell ging. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ich habe meines Erachtens nach mich sehr zurückgehalten. Also bin ich super schnell reagiert. Und immer nur da, wo gerade Dorfbewohner waren, einquartiert. Dorfbewohner ein bisschen hin und her geschickt. Markt ein bisschen benutzt. Ich glaube, das war jetzt kein großes Hexenwerk. Markt benutzen einfach immer eine gute Sache, auf jeden Fall. Am besten ist das ganze Holz hat angesammelt, weil wir während er uns angegriffen hat, wenig gemacht haben oder keine Kapazität hatten, sage ich mal. So, aber so langsam geht es ja alles wieder. Ne? Wir haben ja unsere Produktion gerade, die steht. Können wir mal unsere Holzfäller lange abbauen und die vielleicht auch.
Und ja, aktuell weiß ich nicht so wirklich, was der Gegner macht. Ich kann mal einen, na gut, wir können einfach den Ritter hier nehmen eigentlich. Zum Scout ernennen und mal schauen. Hier haben wir noch Upgrades. Aber jetzt steht meine Dorfbewohnerproduktion wieder, ne? Der Stress ist quasi gebannt erstmal, größtenteils. Oh, das war so nicht gemeint. So, bitte. Ich kann jetzt auch so langsam mal drüber nachdenken, was wir eigentlich machen wollen. Wenn er hier viel auf, oh, na gut, jetzt haben wir den Kollegen dabei. Auf Kavallerie gehen möchte, können wir zum Beispiel weiter auf den Hillabardieren, auf den Pikinieren dann bleiben und später vielleicht noch Armbrustschützen dazu packen. Das erkläre ich jetzt mal zu unserem Plan. Dafür wollen wir jetzt auch mal die Imperialzeit so langsam anpeilen. Ich schicke dafür mehr auf Gold. Um das Gold Upgrade. Noch mehr auf Gold schicken. So, wunderbar. Und hier geht auf Bona. Bevor ich hier irgendwas anderes mache, kümmere ich mich darum. Hier kommt er wieder mit mehr Jungs. Wir machen den entsprechenden Einheiten. Das gehen wir mit denen natürlich nicht raus, ne? Die werden sonst in Gefahr. Haben auch zum Glück unseren Mönch hier am Start. Und können jetzt auch mal Upgrades für unsere Infanterie dann holen. So, die hier sind untätig. Die können nicht so viel Platz tatsächlich. Das ist natürlich ein großer Nachteil jetzt hier. Hier nochmal ein bisschen Felder bauen. Dorfwohnerproduktion soll stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Könnt ihr einfach mal nach draußen stellen, dann können wir trotzdem hier unser Gold sammeln. Und wir brauchen auch noch ein zweites Gebäude. Ich mache dann jetzt mal die Universität. Wenn wir auf Bogenschützen gehen wollen, ist das eine ganz gute Antwort. Und ich baue meine Militärgebäude mal hier unten hin, denn wenn der Gegner hier oben steht, dann komme ich da nicht so gut hin. Dorfwohnerproduktion. Militärproduktion. Also ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich hoffe, das ging alles nicht zu stressig und dass ich nicht zu übertreibe, sage ich mal, in der Geschwindigkeit. Gebe mein Bestes, hier einigermaßen realistisch zu bleiben. Hier nochmal ein weiteres Holzfällerlager nachbauen auch. Ressourcen hätten wir jetzt, brauchen nur das zweite Gebäude. Die Universität, da können wir in die Imperialzeit gehen. Und der Plan ist jetzt einfach, Hillebardiere, Aberlässschützen und Belagerungswaffen, also zum Beispiel Kanonen können wir da dazu machen. So, können die nächste Zeit. Und jetzt brauchen wir einfach viel Produktionsgebäude. Wir haben sehr viel Holz, das heißt, das können wir uns auf jeden Fall noch leisten. Holz hier weitere. Wunderbar. Nach wie vor ein Nahrungsproblem, aber sehr viel Holz. Können immer noch den Markt dafür verwenden, auf jeden Fall. Eine Schande. Bisschen Leck. Schick die Dudes jetzt hier zum Beschützen dazu. Können auch die Reliquie einsammeln. Ich mach's jetzt mal nicht, einfach um es ein bisschen einfacher zu halten. Häuser könnten immer wieder gebaut werden. Und jetzt kommt halt dieser Punkt zusammen, den wir auch haben wollen. Militärproduktion. Dorfbewohnerproduktion. Na? Hier noch eine untätige Dorfbewohnerin. Da stimmen die Wegpunkte, glaube ich, nicht. So. Und Upgrades natürlich auch noch für unsere Schützen. Universität Upgrade. Also jetzt gibt es viel auf einmal zu tun gerade. Vor allem Häuser sollten wir weiter bauen. Da ist der Holzbau noch nicht ganz am Start, leider. Dann lasse ich mal hier welche bauen. Aber wichtig weiterhin, wir unsere Dorfbewohner produzieren. Ich weiß nicht so 100%, was unser Gegner macht. Ich verfolge jetzt erstmal unseren aktuellen Plan. Noch ein Upgrade hier. Noch ein Upgrade da. Militärproduktion. Militärproduktion. Dafür weiterhin nur die. Ich verwende Hotkeys dafür, ne? Also ich wende alle Schießanlagen aus. Drücke den Hotkey für meine Armbrustschützen. Drücke alle Kasernen aus. Alle Pikiniere. Gar kein Problem. Da hatte ich gesagt, ich will eigentlich auch noch Belagerungswaffen dazu machen. Das brauche ich doch mal hier. Und ich habe auch ein Hotkey für alle Militärgebäude auswählen, muss man nicht unbedingt haben. Mache jetzt mal, damit meine neue Produktion jetzt auch genau dahin läuft. So, wir sind in der nächsten Zeit vor dem Gegner. Sehr praktisch. Wir haben hauptsächlich jetzt vom Gegner Ritter gesehen. Ich spreche davon und da kommen sie schon. Gehen wir mal drauf. Habe ich hier noch welche? Ja, habe ich. Alle mal drauf. Ja, wir machen jetzt natürlich erstmal das Celebadier-Upgrade. Ist auf jeden Fall nützlicher jetzt. Und dann auch die nächsten Upgrades für unsere Infanterie. Können auch eine weitere Schmiede eigentlich gebrauchen. So, weiter Dorfproduktion. Das soll gar nicht aufhören. Haben wir Häuser?
Haben wir da doch hier. Mal ein paar mehr machen. Oh, der geht nach der Burg hier. Ziehen wir uns lieber zurück. Und jetzt können wir zwei Upgrades gleichzeitig machen. So, parken alles hier. Die müssen noch entwickeln, dafür brauchen wir mehr Gold. Den Markt haben wir schon viel benutzt, warum nicht noch mehr? So. Und jetzt Labadiere und Arbalestschützen ballern. Brauchen wir aktuell eher Gold. Da können wir mal hier einen Wegpunkt hinsetzen, hier einen Wegpunkt hinsetzen und hier noch einen Sammelpunkt anbauen. Stein nehmen wir noch gar nicht. Erstmal Holzproduktion hier ein bisschen fixen. Gegner hat eine Burg, also bräuchten wir vielleicht auch mal irgendwann eine. So, hier. Habe ich tatsächlich noch einen Ritter bekommen. Können weiter Upgrades machen. Nicht so sehr in die Burg locken lassen. Mal gucken, was er noch für Upgrades gemacht hat. Alle Upgrades drauf, aber er ist auch noch in der Ritterzeit. Das heißt, da sind wir sowieso im Vorteil. Weiter Dorfbewohner. Weiter Hilbardiere. Weiter Arbalestschützen. Und wenn wir gleich Chemie haben, haben wir sogar schon Kanonen. Kann ich mal alle hier auf Defensiv auch stellen, dass die uns nicht mehr weglaufen. Und nehmen wir jetzt mal, müsst ihr nicht unbedingt zu einem bestimmten Zeitpunkt Spiels machen, einfach mal eine billige Einheit nehmen und so ein bisschen scouten lassen. Ich habe jetzt gerade einfach einen Hilbardier genommen und den überall über die Karte gewetzt, dass ich einigermaßen sehen kann, was so passiert. Und ja, dort von der Produktion soll weitergehen, Armeeproduktion soll weitergehen, aber wir können auch mehr Produktion auf jeden Fall bauen, weil unsere Schleife ist voll, wir haben aber trotzdem viele Ressourcen, also baue ich noch weitere Gebäude hier hin. Wir könnten auch hier ein Tor gebrauchen irgendwo, so hier. So, jetzt haben wir auch keinen Bevölkerungsplatz mehr, das heißt, angreifen lohnt sich jetzt auf jeden Fall. Wo haben wir denn unzählige Dorfbewohner? Hier, hier waren die ganzen vom Gold. Machen wir mal hier so ein bisschen auf. So. Oh, der soll aber nicht alleine da hingehen, bitteschön. Alle hier auf Defensiv. Schön auf die Armee aufpassen, das ist jetzt hier der wichtige Punkt. Das sollte aber gut für uns ausgehen. Wir wollen natürlich aber trotzdem währenddessen weiter Armee machen. Vielleicht noch weitere Kanonen. Weitere Hilbardiere. Die hier so ein bisschen aus der Schutzlinie nehmen. Das ist auch Upgrades, die wir haben könnten. Das Upgrade hier, das können wir uns gerade nicht leisten. Aber auch da gibt es wieder einen Markt. Haben wir die Wirtschafts-Upgrades gemacht? Nein. Hier kommt der Gegner bald durch, da können wir mal ein bisschen frech sein. Und hier einen Arbalestschützen hinstellen. Wird anscheinend repariert, jedenfalls ist die Burg noch in gutem Zustand. Der Gegner ist jetzt auch in der Imperialzeit. Dorfwohner haben wir jetzt genug, wir haben die Dorfwohner, haben die hier, wie heißt es, Bevölkerungslimit haben wir erreicht. Produktion, 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 ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Schießen alle Kanonen fleißig. Versuche meine Armee ein bisschen hier im Schutz zu halten, nicht zu viel Micro natürlich. Aber, haben wir nicht noch einen Lagerungswerkstatt? Ne, haben wir nicht anscheinend. So, Gegner hat hier auch richtig reagiert und Plänkler gemacht. Burg dürfte, na, noch nicht ganz. Bleiben lieber zurück eigentlich. Aber ihm fehlen noch einige Upgrades, dann müsste ich eigentlich mit meinen Einheiten super gegen ankommen. Also. Wollte eigentlich noch nach Wirtschafts-Upgrades gucken, habe ich gemacht, wunderbar. War ein bisschen neu bauen, was neu gebaut werden sollte. Haben wir hier noch irgendwas Spannendes entdeckt? Bislang nicht, aber viele Wölfe haben wir dabei. Hier sind die spannenden Ressourcen anscheinend. Einfach nur die ganze Produktion auf die Armee gucke ich immer nur so grob. Also dass sie nicht allzu großen Quatsch machen. Wir beseitigen hier die Burg. Können uns bald auch unsere eigene Burg holen. Das Upgrade fehlt noch. So, wunderbar. Dann gehen wir aufs nächste Gebäude. Wir müssen uns gar nicht sputen hier. Ne? Also Produktion, alle Militärgebäude ausgewählt, Produktion nach vorne. Und alle Mann hier vorne gelaufen. Den können wir jetzt hier die Burg bauen. Ganz gut, das Standpunkt, den er sich da ausgesucht hatte.
So, was können wir noch machen? Wir könnten uns noch ein Upgrade hier, Belagungsingenieure ist für Belagungswaffen ganz gut. Ja, an sich müssten wir das Spiel jetzt gewonnen haben. Aber der Gegner hat auf jeden Fall eine gute Aggression gespielt. Ich hoffe, dass das für euch nicht zu schnell oder reaktiv war, was ich machte. Ich fand es angemessen, ehrlich gesagt, wie ich das gespielt habe. Aber das, die Entscheidung oder das Urteil lasse ich da eher euch. Produktion schön voll machen hier. Noch weitere Gebäude bauen, tut nicht weh. Meine Hauptattraktion, will ich es fast nennen, sind ja meine Kanonen aktuell. Deshalb würde ich die mal gruppieren und die Steuergruppe 1 packen. Und meine Arbalestschützen packe ich hier Steuergruppe 3. Das sind meine beiden wertvollen Einheiten, das sind meine Goldeinheiten. Die Hellebardiere sind eher expandable, die brauche ich nicht unbedingt. Habe ich aber, hier könnte ich hier auch vom Gegner noch mir Gold schnappen. GG sagt er, ja, hat er sehr schön gespielt auf jeden Fall. Können uns gleich in der im Replay nochmal anschauen, was da während dieses Angriffs genau von sich ging. Aber hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, wie er gespielt hat. Ich denke mal, aus seiner Perspektive werden wir es dann bestätigt sehen, dass er das auf jeden Fall gut gemacht hat. Ja, vielleicht folgt dem auch einfach auf Twitch. Ich weiß nicht, aus welchem Land er kommt, aber schaut doch mal vorbei. Ich werde mir später mal reinziehen, ob wir da vielleicht mit dem Stream waren. Aber hier geht es um den Lerneffekt erstmal. Und also das Einzige, was ich jetzt an dieser Folge aus meiner Perspektive auszusetzen hätte, wäre, dass ich nicht genau weiß, ob ihr das als meine Reaktion auf diesen Angriff als den Elo angemessen von der Geschwindigkeit, wie ich das gemacht habe, betrachten würdet oder nicht. Ob ihr das zu schnell findet oder zu gut. Das könnte ich mir vorstellen. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich fand's eigentlich ganz gut. Ich habe 3 Gebäude gebaut. Ich habe einquartiert, wenn es nötig war. Mein Dorf wurde so ein bisschen hinhergeschoben. Den Markt ein bisschen benutzt. Das war vielleicht mit ein bisschen auch Spielwissen verbunden, weil ich hatte keine Nahrungsproduktion, brauchte aber Nahrung, habe dann den Markt mit meinem ganzen Holz halt verwendet. Das könnte vielleicht noch so ein Punkt sein, der nicht ganz Elo angemessen ist, sage ich mal. Aber den ihr als guten Tipp auf jeden Fall mitnehmen könnt, in jedem Fall. Ob das jetzt Elo angemessen ist oder nicht. Markt benutzen, um Ressourcen auszutauschen in solchen Situationen. Natürlich hat man dann auf lange Sicht nicht die tollsten Preise, so Nahrung einkaufen, vor allem eigentlich kein so langfristig guter Move. Aber in dem Fall, die Nahrung brauchte ich einfach, damit ich überhaupt was machen konnte. Ne? Also meine Dorfzentren waren inaktiv. Was man hier auch in der Situation, wo er hier anklopft, machen könnte oder auf höhere Elo machen würde. Ich habe jetzt Reparaturdorf wurde hingeschickt, das hat nicht gereicht, sie waren auch zu spät. Man würde normalerweise dahinter nachmauern, also zum Beispiel einen Marktplatz setzen, ein Gebäude, das mehr Lebenspunkte hat, um den Gegner davon abzuhalten, durch die Palisade zu brechen. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, denke nicht, dass man auf der Elo unbedingt können muss. Wenn ich es können, würde das natürlich nochmal deutlich mehr Stress aus der Situation rausnehmen. Aber das ist kein Muss. So. Jetzt schauen wir mal, das Ganze geht schon eine halbe Stunde. Ich glaube, die Analyse werde ich ein bisschen kürzer machen, damit das Video nicht zu lang wird. So, jetzt hat es geklappt, auf jeden Fall. Wunderschön. Ich werde mich natürlich hauptsächlich jetzt ein bisschen auf den Gegner konzentrieren, ja, einfach um zu gucken, ob wir große Änderungen sehen. Schon mal, jetzt am Anfang hatte ich Idlezeit und jetzt hat er eine Sekunde mehr. Da wollen wir aber mal nicht zu päpstlich sein. Ich denke, den Anfang können wir relativ gut durchspulen. Müsste nahezu identisch, wie ich gespielt habe, mit 1-2 von an weniger halt. Was mich interessiert hat, vor allem der Zeitpunkt des Angriffs. Ich glaube nämlich, dass wir da noch aus seiner Perspektive auf jeden Fall einiges mitnehmen können. War ja der entscheidende Moment des Spiels sozusagen. War zumindest ein Schlüsselmoment. Wir sehen, er hält hier sehr gut. Also wir haben genau parallel die Dorfbewohnerproduktion quasi. Also das funktioniert bei ihm hervorragend. Er beachtet hier alle Basics. Und es ist entsprechend auch ein Dorf von da vorne, weil ich ja den Webstuhl gemacht habe. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass auf dem Level sie da einen langfristigen Nachteil durch das Erforschen des Webstuhls habt, sondern eher einen Vorteil, wenn es auf mehrere Spiele rechnet. Also wähle ich es weiterhin. Aber auf solchen Karten wie Arena und Versteck ist es jetzt nicht unbedingt üblich. Ich muss mal ganz kurz checken. Nehme ich das eigentlich auch korrekt auf hier? Ja, tue ich. Es ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Also man braucht es nicht unbedingt. Aber wie gesagt, ich denke, das ist auf dem Level auf jeden Fall verkraftbar und man sollte es auf jeden Fall machen. Interessant, hier hat ein Feld gebaut, aber benutzt das gar nicht. Ja.
So, jetzt hat er ein bisschen untergehendes Dorfzentrum drin. Geht jetzt die nächste Zeit. Also mit 24 Dorfwohnern, bei mir waren es, glaube ich, 27. Dann muss er auf jeden Fall in der Feudalzeit ein bisschen unsauber gespielt haben, weil wir ja zur gleichen Zeit, dritte Zeit ankamen. Wenn ich 3 Dorfwohner weniger mache als er, oder nee, 2 sind es jetzt hier. Ich doch vertan. Dann sollten wir eigentlich nicht zur gleichen Zeit ankommen, sondern eher früher auf jeden Fall. Gucken wir mal. Aktuell, also hier 20 Sekunden, das kann man auf jeden Fall vernachlässigen, das ist noch nicht so schlimm, aber das wird natürlich mehr, wenn er jetzt in der Verleihzeit da irgendwie Probleme hatte. Mal gucken wir mal. Ja, an sich passen die Ressourcen. Ich baue jetzt hier den Stall, aber ihm fehlt das Holz für die Schmiede. Jetzt baut er sie, da wird es dann vielleicht gelegen haben. Gar nicht so sehr an der Idle Time. Holt jetzt hier ins Stadtwache interessanterweise. Hätte ich eher nicht so wichtig gewichtet. Ja, nee, es war gar nicht mal so wie das untere Dorfzentrum, sondern dass eben einfach Holz fürs zweite Gebäude fehlte. Aber ihr macht es jetzt genau richtig, ne? Also jetzt erst das Wirtschaftsupgrade, genau wie wir das auch machen. Also bislang noch eine sehr solide Performance von ihm auf jeden Fall. Mal auf seine Perspektive auch schalten, das wieder hinkriegen würde. Hat er gescoutet. Ja, alles, was er wissen muss, hat er bei mir gesehen. Wo ist meine Basis? Er hat gesehen, dass wir sehr nah aneinander sind, natürlich auch. Jetzt kommen wir bei der nächsten Zeit an. Er hat jetzt hier, ihr habt es gerade gesehen, die Zuchtauswahl auch erforscht. Und plus als 1 Angriff und 2 kriegt er gleich auch noch. Kriegt er als Bonus der Ungarn. Also schon direkt gute Ritter 2 Stelle gebaut. Also auf jeden Fall ein sehr aggressives Opening. Ist natürlich aber auch sehr teuer. Also so auch pro Stall muss man auch wieder mit ungefähr 6 Dorfbewohnern auf Nahrung rechnen. Und auch auf Gold, glaube ich, sind es auch 6 oder sogar 7 pro Stall quasi. Das heißt, die Produktion würde er nicht lange aufrechterhalten können, wenn er gleichzeitig auch seine Dorfzentren aktiv haben möchte. Und da ich jetzt ja weitere Dorfzentren dazu baue, bin ich ja sowieso wirtschaftlich vorne. Aber das sehen wir dann gleich, wenn der Zeitpunkt des Angriffs kommt, da werden wir nämlich einen interessanten Vergleich auf jeden Fall anstellen können. Ob sich der Angriff wirklich gelohnt hat. Weil er hat ja auch einiges getötet und viel meiner Dorfzentren auch inaktiv gehalten. Das wollen wir mal nicht vergessen. Der Angriff war ja durchaus ein Erfolg. Seine Maus hatte ein Problem, aber das war, glaube ich, insgesamt nicht so ausschlaggebend. Wir haben jetzt auch noch da, ich hatte die wirtschaftliche Variante gewählt, aber ich habe hier noch jeweils ein Wirtschaftsupgrade mehr als er, aber das war ja bei ihm auch gar nicht die Priorität. Er hat sich hier auf Militär hauptsächlich konzentriert. Jetzt kommt auch der schwere Pflug, also weit hinterher ist er in dem Sinne gar nicht. Allerdings hat er nur 4 Ritter gemacht. Da hätte er auch nur einen Stall für nutzen können. Hat er sich doch recht viel Zeit jetzt gelassen. Es liegt halt daran, dass er gar nicht genug Nahrung hat, um diese 2 Stelle auch konstant jetzt zu benutzen. Aber er hat schon mal 4 sehr schnell rausbekommen. Mit denen hätte er wahrscheinlich dann schon ein bisschen früher losschlagen können. Bei mir jetzt, da ich drei Dorfzentren hat, wird diese Idle-TC-Zeit natürlich exponentiell auch eher mal hochgehen. Aber ich habe ja als Priorität eigentlich gehabt, die immer aktiv zu halten. Aber ihr werdet sehen, auch hier, es wird sich so langsam nach oben bewegen. Da kommt jetzt auch die Schubkarre, die kam bei mir sehr spät, aber auch durch den Angriff eben bedingt. Ich habe dann eben andere Sachen priorisiert. So, jetzt schauen wir uns den Angriff an. Es waren erstmal nur 5. Jetzt sieht er auch mein Scout hier. Er hat das plus 2 Angriffsupgrade und also das kriegt er halt durch den Ungarn-Bonus und 20 Lebenspunkte oben drauf, also auf jeden Fall nicht ungefährlich. Was ihm fehlt, ist halt ein Defensive-Upgrade, das ihn gegen mein Dorfzentrum schützen würde. Und da habe ich halt so ein bisschen den Vorteil gehabt. Also ich habe jetzt natürlich auch den Vorteil daran dementsprechend gehabt, dass ich seine Ritter gesehen habe, da er in mein Scout reingerannt ist. Das war natürlich für ihn nicht planbar. Ich sage es auch gerade, er holt sich das Defensive-Upgrade. Aber dadurch habe ich ja noch ein bisschen mehr Zeit zum Reagieren gehabt und konnte zum Beispiel das Kloster bauen. So, gucken wir mal. Also, was mich jetzt interessiert ist, bevor er angreift, er ist jetzt noch nicht in der Basis drin, bin ich 15 Dorfbewohner vorne. Jetzt schauen wir mal, ich würde mal schätzen, er hat mindestens 15 Dorfbewohner getötet. Das werden wahrscheinlich mehr gewesen sein. Wir können das jetzt hier gleich in der EKKD abschätzen, ob ich danach trotzdem noch vorne bin oder ob er vorne ist. Das würde mich jetzt interessieren. Hier hätte man auf jeden Fall auch anders reagieren können. Also die fräsen sich da sehr schnell durch die Ritter. Und mich würde auch interessieren, wie hoch die Idle-Time insgesamt war. Also ich hatte teilweise ja gar keine Nahrung, das zu machen. Also jetzt erstmal hier 2 schnelle Kills eingesackt von ihm. Und bei 30 Sekunden waren wir. Das werden wir dann später natürlich ganz anders rechnen können. Er war 15 Dorfbewohner hinten und ich hatte 30 Sekunden Idle-Time. Und er irgendwas mit 40 Sekunden. Gut finde ich, dass er hier um mein Dorfzentrum rumrennt, also dass er das hier anerkennt. Wenn er ein bisschen schneller gewesen wäre, hätte er natürlich die beiden Gebäude hier noch verhindern können.
Die habe ich auch nicht gut platziert, das hätte man eher hinten machen müssen. Was mir gefällt, ist, dass hier auch weitere danach kommen, also eine solide Produktion. Hier nochmal eine Mühle, um das Ganze ein bisschen effektiver zu machen. So, jetzt hier kriegt er auf jeden Fall noch weitere Kills, aber auch seine Ritter kriegen halt gut Schaden ab. Da ihnen noch das zweite defensive Upgrade fehlt, das ist gegen Pfeile sehr, sehr, sehr wichtig oder effektiv, sagen wir mal eher so rum. Jetzt geht hier auch hier die Eidelzeit hoch, jetzt fehlt es mehr an Nahrung, sind wir hier oben auch, es wird sehr, langsam sehr eng. Und die Wirtschaft unausgeglichen, ne? Weil die, vor allem die Holzdorfwohner eben unbehelligt geblieben sind quasi. Mittlerweile hat er 8 Kills gemacht. Und sein Dorfzentrum ist anscheinend aktiv. Wir sehen hier diese Zahl, hat sich nicht signifikant nach oben bewegt. Hier schon mal 2 Bekehrungen bekommen. 11 Kills mittlerweile. Und hier sehen wir auch in diesem Balken hier, wie viele von den Meindorfbewohnern inaktiv sind, dass sie im Verhältnis zu den Aktiven. Die haben jetzt, die Dorfbewohner haben jetzt teilweise natürlich auch gar nicht mehr ins Dorfzentrum reingepasst, ne? Die haben ja auch Kapazitätslimits. 15 sind es jetzt gar genau. Hier hätte ich auch noch einquartieren können, wenn ich ein bisschen auf höherem Niveau hätte spielen wollen hier, oder können, oder wie auch immer man das nennen möchte in der Situation. Gut, dass er auch nochmal leichte Kavallerie dazu geholt hat, könnte aber auch sein Scout gewesen sein, ehrlich gesagt. Aber es ist gegen die Mönche natürlich eine super Sache. Jetzt kommen nochmal meine Pikiniere dazu, die haben, glaube ich, gar keine Upgrades gemacht, ne? Das ist aber auch nicht unbedingt notwendig, die kommen hauptsächlich über den Bonusschaden natürlich. Und mit den Mönchen zusammen hat sich das dann ganz gut ergeben. Jetzt hängt es irgendwie hier. Hab ich auf Pause gedrückt? Okay, es ist tatsächlich ein Fehler bei der Spielwiedergabe. Also ich kann das Spiel nicht weiter. Hallo, was ist das denn für ein Scheiß? Ah, okay. So, ich habe das Replay nochmal neu geladen und es geht genau bis diesem Punkt wieder. Das habe ich leider sogar fast vermutet, denn auch im außerhalb von Capture Age, wenn ich in das normale Replay gehe, hört er auch genau an dem Zeitpunkt eben auf. Kann ich jetzt nichts anmachen, anscheinend ist irgendwas an dem Replay kaputt. Es ist sehr schade, aber zum Glück, zumindest ist das kein so schlechter Zeitpunkt, um diese Analyse zu beenden, denn eigentlich wollte ich genau auf diesen Punkt eigentlich nur hinaus. Also wir haben mit 15 Dorfbewohnern Vorsprung angefangen und 30 Sekunden Eidelzeit, er hatte ungefähr 40 Sekunden, war eben nichts Signifikantes dazugekommen, also er hat konstant sein Dorfbewohnerzentrum verwendet während dieses Angriffs, das gefällt mir sehr gut. Und ich habe insgesamt, also wenn wir das jetzt mal überschlagen, das sind 3 Minuten, das sind so pro Minute hat man ungefähr 2,5 Dorfbewohner. Das heißt, sagen wir mal, es waren auf jeden Fall unter 10. Also ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt rechnen sollte, um ganz akkurat zu werden. Also sagen wir mal so 7 oder 8 Dorfbewohner vielleicht an Idlezeit. Aber gut, das muss man auf Seite auf Zentrum. Ich weiß, jetzt mache ich mich komplett lächerlich. Ich lasse es mal bleiben. Ein paar Dorfbewohner eine Zeit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, mit 3 Dorfzentren, wie das hier berechnet wird, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hat er 18 Dorfbewohner getötet. Er war 15 voraus. Hinterher. Er war 15 Dorfbewohner hinterher. Er hat 18 Dorfbewohner von mir getötet. Und mir nochmal so Pi mal Daumen 7, 8 Dorfbewohner an Idlezeit, also nicht produzierte Dorfbewohner zugefügt. Aber ich bin immer noch 8 Dorfbewohner vorne. Also, und ich habe meine Wirtschaftsupgrades, meine 3 Dorfzentren schon länger. Er baut jetzt erst seine zusätzlichen Dorfzentren. Das heißt, er hat mit dem Angriff massiv Schaden angerichtet, aber allein dadurch, dass ich 3 Dorfzentren hatte und die auch, wenn sie nicht komplett produziert haben, soweit es geht, aktiv gehalten habe. Jetzt sind sie wieder aktiv. Ne? Ich habe auch meinen Markt mit dem Markt wieder rumjongliert. Bin ich trotzdem vorne. Das ist das Fazit, das ich eigentlich rausziehen wollte. Aber man muss ihm auf jeden Fall das hoch anrechnen. Ich finde, er hat das gut gespielt. Und ich glaube, dass er viel Erfolg mit dieser Strategie haben sollte gegen die meisten Gegner auf dieser Stufe. Ich glaube, dass eben, dass ich nicht repariert habe, das ist auf dieser Stufe wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Ich glaube schon, dass Spieler auf unter 1000, also zwischen 900 und 1000 Elo hier entsprechend gegen Wallen oder dahinter Gebäude platzieren können und meistens auch tun sollten, also zumindest die erfahrenen Spieler. Ob der erste Reflex das Kloster ist, weiß ich nicht. Ob die das richtig machen würde, indem sie Mönche einquartieren, also rechts auf das Gebäude, sodass die Einheiten in das Kloster produziert wurden, bevor, weil eben Ritter hier in der Nähe waren, wenn die dann hier einfach rauskommen, während die Ritter das umzingeln, werden die ja direkt abgemurkst. Bezweifle ich auch, dass das so sein würde, aber ich möchte ja auch richtige Spielentscheidungen mit einfließen lassen und für den Lerneffekt natürlich auch. Also natürlich hätte er viele Sachen besser machen können und ich glaube,
dass er mit dieser Strategie ganz guten Erfolg auf jeden Fall haben sollte auf der Karte und auf dem Level. Ich hoffe, euch hat das Video trotz dieses abrupten Analyseendes gut gefallen und ihr konntet was lernen. Ich fand, es war auf jeden Fall eine gute Partie. Und wir werden uns auf jeden Fall noch in ein paar weiteren Videos auf diesem Elo-Bereich sehen, denn ich achte diesen und den nächsten für den Lerneffekt für euch als Publikum auf jeden Fall als die wichtigsten. Also sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.